Heute kommt das Jubiläumsmärzen von Auerbräu zum letzten Mal in diesem Jahr traditionell auf der Kutsche angerollt. Mit auf dem Kutschbock der heutige Ehrengast Peter Kiermaier, der normalerweise die Politiker am Starkbierfest erbleckt. Da ist ja kein Unbekannter nicht beim Auerbräu, der macht ja über das Starkbier-Kurzapfen. 1, 2, 3, 4 Schläge hat es heute gebraucht, bis das Jubiläumsmärzen angezapft war. Dann konnten sich die Gäste das dunkle Märzen beim Auerbräu wieder schmecken lassen. Das Tolle an der Rosenheimer Wiesn ist, dass man doch nur einen Haufen Leute kennt, wenn man rumgeht, dass eine gute Stimmung ist, dass die Preise relativ human sind, muss man sagen, und natürlich, dass das Bier super gut ist. In diesem Jahr wurde das Jubiläumsmärzen zum letzten Mal angestochen. Eine nette Geste, denn dadurch konnten auch die Wiesnbesucher am 125-jährigen Jubiläum von Auerbräu teilhaben.